Ey, meine lieben Friends, wir haben einfach wieder Winter bekommen. Ich glaub's doch nicht. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen durch die Stadt bei 4 Grad und gucken mal, was so ab. Olla. Alter, ich sag euch ehrlich, mir ist schon ein wenig kalt. Aber Oggi hat natürlich wieder mal einen Trick angewendet mit einer Jogger. Zwei Socken und nochmal richtig drüber gezogen. Ihr wisst nicht, wie warm das hält. Und eine Thermohose habe ich natürlich auch noch an. Ihr könnt schon sehen, neue Handschuhe sind auch am Start. Die hatte ich mal so aus Gag von Wish bestellt. Ich glaube von Amazon bestellt für 5 Euro an Black Friday. Und ich muss sagen, die sind voll in Ordnung. Also ich kann nicht meckern. Okay. Guck mal, die Kids machen gut. Auge. Hallo, Kinder. Boah, mein Hals friert. Das ist kein gutes Zeichen. Eigentlich wollte ich ja mit euch noch eine kleine Hood-Tour machen. In meiner Gegend so. Und auch mal so die Läden anschauen. Und von nahe mal zeigen, was es da so gibt. Aber ich sag euch ehrlich, jetzt gar keine Lust. Weil alles sind halt Essensläden. Und Bruder, ja. Ich sag euch eins. Hier ist immer alles voll an einem Sonntag. Weil da ist Frühstück so aus. Da ist ein Baklava-Laden. Da ist dies, das, dies, das. Aber die meisten sind ja auch Türken und so. Und die meisten sind ja auch am Fasten. Deswegen sind einfach, ja, viele nicht am Start. Ist eigentlich auch schlecht für die Essensläden, ne? Die machen da nicht so viel Umsatz, wenn die meisten fasten. Lass dich schmecken, Buri. Ich habe gar nichts gemacht, Officer. Gar nichts. Nur eine Bier getrunken. Ja, der Vlog ist ein bisschen planlos, meine lieben Freunde, aber damit müsst ihr euch auch ab und zu mal zufrieden geben. Ich habe so viele Ideen noch im Kopf, die ich umsetzen werde, aber das kommt alles noch. Deswegen habt Geduld. Alter, die haben einfach einen Aral-Container als Tisch genommen. Das war mal sehr dreist von dir, Bruder. Eigentlich hast du jetzt meine Spur weggenommen, aber ich verzeih dir. Was ist denn hier schon wieder passiert, Alter? Es wird da immer schlimmer und schlimmer. Scheiße, jetzt kann ich hier auch gar nicht mehr filtern. Ich versuch's trotzdem. Digga, da ist einfach eine Schraube. Ich glaub's nicht. Da ist einfach eine Schraube. Danke dir, Bro. So, wir fahren mal da vorbei und schauen mal, was da los ist. Aber es scheint mir so, als wäre eine riesige Demo angekündigt schon wieder. Ey, die Polizisten werden mich bestimmt richtig haten, wenn die meine Jogger sehen und mein Dings auf einem Motorrad, Alter. Oh, scheiße, die fahren weiter. Oh no. Oh oh, einfach nicht grüßen, einfach nichts machen. Aber ich glaube, die sind eh im Einsatz. Wollen wir mal kurz abchecken? Komm, wir checken das mal kurz ab. Alter, ich hätte den Mann fast umgekickt. Wir sind hier am Kotti, Kottbusser Tor. Das ist wirklich eins der schlimmsten Ecken, die ich kenne. Und dieser Obstladen hier hat 24/7 geöffnet. Hier kannst du immer, immer was kaufen. Finde ich eigentlich ganz nice. Was steht da? Nein zur. Geplanten. Bruder, ich will doch nur kurz wissen, um was es geht. Das heißt, mehr Polizeifreiheit, weniger Freiheit für alle. Stichwort ASOC. Mehr Kontrolle, Überwachung, Repression, Racial Profiling. Also wir gehen hier ganz schnell wieder weg. Interessiert mich auch nicht, was hier gerade los ist. Irgendwie mehr, zu viel Polizeiüberwachung. Hä? Was ist denn daran schlimm? Oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Alter, die haben sogar einen Filterschutz reingemacht. Wie soll ich denn hier jetzt filtern? Schaut euch mal die Radfahrerspur an. Bruder, die ist 10 Meter breit. Ein M4. Hab gehört, du willst Soundbattle, Bruder. Hab ich doch gesagt. Guck mal, obwohl er wirklich nur ganz sanft angefahren ist, hört sich das schon gut laut an, Alter. Krank. Nein, ich wollte auch filtern. Dann filter mal zusammen, Bruder. Komm, jetzt müsst ihr ein bisschen mehr Dampf geben. Haha, meinte ich doch. Geil, geil. Madame, soll ich Sie überfahren? Gerne. Was machen wir jetzt? Bist du ekelhaft, Alter. Bruder, was ist das für ein Chaos hier? Bruder, kann ich ja noch lange warten, bis ich hier rüberkomme. Ist ja auch noch rechts vor links. Ich check gar nichts. Ich check gerade gar nichts. Ich höre irgendwie Cobra-Musik. Ach, der Typ da. Bud Spencer. Ein Bud Spencer Buggy. Oh, das wird eng, das wird eng. Bruder, du musst ein bisschen Platz machen hier, Salami. Lustiges Ding, Alter. Mach kein Foto von mir, bitte. Warum macht sie ein Foto von dem Typen und nicht von mir? Oder muss ich hier einen Wheelie ziehen? Warte. Ich lass es lieber sein. Bruder.
Danke, Bruder. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, Jungs. Das hätte ich nicht erwartet. Es war nicht okay, dass ich gefiltert habe. Ja, ich verstehe es. Aber dass der so rauszieht, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Kann ich wieder? Jo, danke. Ein Auto aus der Ukraine. Ich muss sagen, in letzter Zeit sehe ich echt sehr viele ukrainische Autos. Was ist das für eine Demo? Das will ich jetzt mal wissen. Sind das russische Fahnen? Okay. Also ich würde gerne wissen, was das für eine Demo ist. Ist das jetzt so irgendwie pro-Ukraine, pro-Russland-Demo? Ich weiß es nicht, meine lieben Freunde. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das sah mir aus wie eine russische Fahne. Keine Ahnung, ich halte mich da raus. Politik, wie gesagt, gehört hier nicht auf meinem Kanal hin. Oh, 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 oh. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Demo und die geht immer noch weiter. Okay, also meine lieben Freunde, ne? Da seht ihr, ich bin einfach an einem Sonntag. Was geht? Bester Mann! Alter! Ja, ein Polizist habe ich erkannt, ja! Geil, das war so geil. Ein Motorradpolizist hat mich erkannt. Ich küsse seine Augen, Alter. Please, please, make bisschen Platz. Bruder, bisschen, bitte, 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 bitte. Dann mach ich mir halt selber Platz. Lack Opa, wie geht's? Wie geht's? Guck mal, ich glaube, das ist eine Motorradspur, auf der ich fahre. Die ist extra so lang gezogen, damit ich ganz weit vorne ankomme. Geil, oder? Nein! Mann, ey! Digga, ich bleib an jeder scheiß Ampel stehen, Alter. Ey, kennt ihr noch diesen Lieferanten rechts von mir? Wo er meinte, dass er schneller ist? Oder Essen bestellt hatte? Wisst ihr noch? Kaputt, kaputt! Alter, sein Lenkkopflager ist komplett ausgeschlagen. Der Arme, Alter. Ich glaube, der Busfahrer hat mich angehupt. Ich glaube, das war er, hat rausgewunken. Ey, krass, Alter, ich küsse eure Augen. Wie viele Leute erkennen mich mittlerweile, Mann. Das freut mich wirklich sehr. Aber wir fahren jetzt trotzdem nach Hause. Also meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Es tut mir leid, bin heute ein bisschen down und habe echt Hunger, so, aber es gehört einfach mal dazu. Und an alle meine muslimischen Zuschauer, euch wünsche ich auch einen schönen Ramadan-Fest und frohes Fasten. Und an meine Nicht-Muslimen wünsche ich natürlich auch einen schönen Tag oder macht's, bleibt gesund. Ja, ihr wisst ja was, ich meine, ich habe euch einfach alle lieb. Mensch ist Mensch, ich küsse eure Augen. Also, wir sehen uns dann irgendwann, wenn ich wieder mal ein Video aufnehme. Haut rein, peace.